Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge Nummer, ich glaube, 47 oder 48 von Voxel Tycoon. Dieser Zug fährt nicht. Die Tante Mimi hatte mir geschrieben, dass es vielleicht besser ist, sowieso hier diesen Zug in einen Bahnhof zu machen und nicht mit vier Gleisen, mit drei Gleisen, sondern einen Zug daraus machen. Und dann meinte sie definitiv, dass es hier vielleicht für den schwierig ist, hier rumzufahren, da reinzufahren. Das könnte das größte Problem vielleicht sein. Jetzt wäre die Frage, wie können wir das ändern, dass er da reinfahren kann, ne? Wahrscheinlich gar nicht. Das bedeutet, wir reißen den ganzen Spaß erstmal ab und schauen, dass wir das so machen, wie Tante Mimi das sagt. So, jetzt brauchen wir einen Bahnhof, der irgendwie so heißt. Ein Bahnhof, Station, Anzahl der Bahnsteige 3. Komm, machen wir gleich 4. Und länger machen wir gleich auch noch, wenn es denn geht. Geht aber wohl. Vielleicht geht es noch länger. Hab gerade eben so einen Teil gelesen. Wie heißt es? So ein Tipp da am Anfang des Spiels. Aber jetzt passt's. Wenigstens mit zwei Gleisen. Okay. So, und dann müssen wir jetzt gucken, dass die Gleise dahin kommen, ne? Jetzt gibt es natürlich hier Borgenteich. So. Jetzt müssen wir das nur irgendwie umändern, ne? Der hat sich sowieso verirrt. Ah, weißt du was? Lass uns erstmal die Gleise hier anschließen. Das ist vielleicht wichtiger. Erstmal länger machen. Gut, dann das untere sowieso weg, weil schon im Weg. Und das ist richtig. Das heißt, wir machen aber da die Signale mal gerade weg. Und dann nehmen wir das hier auch weg. So, und dann brauchen wir mal Gleise wieder, die da sind. Nee, das will ich nicht. Ich will einfach nur geradeaus. Ja, so ist schon mal gut. Da möchte ich dann auch noch geradeaus. Mit dem möchte ich nach da fahren. Das passt schon mal. Und dann möchte ich mit dem am besten noch nach da fahren. Ah, das war schon gerade da, ne? Und mit dem noch da fahren. Na, so war schlecht. Und das Stück hier muss sowieso weg. Und das war auch schlecht. Nochmal das Ganze. Achso, ihr habt das Intro noch gar nicht gesehen, ne? Machen wir das also. So. Ja, so sieht's aus, ne? Wisst ihr Bescheid. Ich muss gleich noch ein bisschen was bauen, dass das da alles rund läuft, ne? So, das ist erstmal gut, oder? Und das ist auch gut. Und da sind jetzt lauter Bremsböcke, Prallböcke, die da gar nicht hingehören. Und jetzt weiß ich auch noch nicht, ja, da ist auch noch einer. Ob das so passt? Hat das nicht geklappt jetzt so? Oder wie ist das? So, jetzt müsste ich noch gucken, dass ich fürs Rausfahren müsste man dann fürs Rausfahren müsste man so machen, ne? Aber dann haben wir wieder mit dem Gleis hier das Problem, oder? Der kann dann einfach nicht darüber. Nee, das sieht noch nicht gut aus. Machen wir noch mal weg hier. Jetzt müsste man hier eine Kreuzweiche haben, sozusagen, ne?
nochmal. Ist das jetzt so richtig? Ich glaube ja, ne? So, und jetzt können wir hier hinfahren. Aber mit dem schaffen wir nicht nach da unten mitten. Ah, das sieht schrecklich aus da, ne, oder? Mach das nochmal weg, weil da ist sowieso so ein Prallbock, der da nicht so gut hinpasst. So sieht es erstmal gut aus. Glaube ich. Wissen tue ich es auch noch nicht, ne? Jetzt brauchen wir nochmal ein Signal. Und das kommt hier hin. Und da kommt eins nach da. Das sieht erstmal gut aus, oder? So, jetzt habe ich keinen blassen Schimmer, wie das hier mit funktioniert. Ich hoffe, so ist gut. Okay, und jetzt muss dieser Zug dann noch irgendwie hinfahren, der aber allerdings wahrscheinlich hier Holz zu Borgenteich Transfer. Müssen wir gucken. Holz zu Borgenteich Nord ist das jetzt, okay. Halt hinzufügen. Warte, wäre das jetzt hier richtig? Ich glaube nicht, ne? Den müssen wir erstmal löschen. Gut. Und dann Holz hinzufügen, dahin. Ist das Laden? Ne, der bringt. Das heißt entladen. So, ich hoffe, der fährt jetzt wieder. Melrichstadt, ich habe mich verirrt. Er hat sich jetzt nicht mehr verirrt oder nur noch? Er hat sich doch noch verirrt. Aber warum hat er sich verirrt? Kann mir das einer sagen? Ja, ich glaube, ich muss den einmal ins Depot schicken. Das hat der Tante Mimi auch gesagt, dass man den hier zum Depot schicken, zum nächsten Depot, zum ausgewählten Depot abschleppen machen kann. Und dann verschwindet der, glaube ich, auf der Karte. Jetzt müssen wir nur das Depot finden, ne? Aber wir haben ja nur eins. Und das ist hier oben. Jetzt müsste der eigentlich weg sein, ne? Ja, der nächste rückt vor und hoffentlich fährt er jetzt richtig da rein, aber das wird spannend. Den setzen wir gerade an der Seite, weil wir müssen den mal angucken. Borgenteich Nord ist seine Linie, dann passt das. Aber er hier. Borgenteich Anbau gibt es auch nicht mehr. Das heißt, wir müssen die Linie bearbeiten. Wir müssen halt hinzufügen, der dann dieser hier ist. Er kommt mit Ware an, ne? Er muss also entladen sein. Und das kommt weg und dann fährt er hoffentlich da in den Bahnhof rein. Also hier passt jetzt schon mal mit der Anhängerzahl voll in den Bahnhof. Dadurch wird auch schneller entladen, habe ich gelesen. Und ja, er kommt auch da rein und fährt da, glaube ich, auch rein. Wir können mal hier einen schneller machen. Er fuhr auch bis davor, sehr gut. Der entlädt jetzt, passt auch. Und jetzt müssten wir den hier mal gucken. Aber ich glaube, wir gucken besser, wann da hinten frei ist, dass er losfährt. Sonst haben wir da wieder so einen Stau oder sowas. Wäre auch nicht so ideal, ne? Ja, ich glaube, ja, jetzt kann er gerade nicht fahren, aber jetzt sollte er fahren können. Er hat auch schon geladen, ne? Ja, lass ihn fahren. Er würde jetzt tatsächlich eigentlich schon die andere Richtung fahren können. Macht er natürlich nicht. Aber ich glaube, jetzt läuft es erstmal wieder. Wir haben es repariert, Tante Mimi. Und wir haben einen Bahnhof mit 4 Gleisen jetzt und sind der guten Hoffnung, dass das funktioniert hier. Ja, muss ich mich dran gewöhnen, dass ich solche Bahnhöfe baue, ne? Tendenziell dann auch ein bisschen länger. 5, ich weiß nicht, wie viel da die beste Zahl ist. Vielleicht hast du Erfahrungswerte, Tante Mimi, und kannst du mir das mitteilen mit 5 Anhängern. Vielleicht kann man auch mehr nehmen, weiß ich nicht. Dann müssen wir die Gleise natürlich noch verlängern. Aber der sieht ja krass aus hier, ne?
Ah, der schneidet die Blöcke klein. Gut, jetzt müssen wir nur schauen, was hier alles angeliefert wird. Wird das denn auch hier rübergebracht? Das und das. Das ist Erz, ne? Eisenerz brauchen die. Warte mal. Nachfrage ist 40, im Lager ist 0. Ich hoffe, das bringt auch einer hier vorbei. Und hier haben wir Holz. Ist schrecklich, aber Holz kommt gleich angeliefert. Das weiß ich. Jetzt ist nur die Frage, wir haben noch eben Sand hier auch gehabt, oder war das Eisenerz, was da in dem Zug drin war? Das ist jetzt die Frage, ne? Ah, hier steht schon mal einer. Und warum steht der da? Und warum steht der da? Und warum steht der da? Wo will der denn hin? Der will doch bestimmt nach Heubach, ne? Genau so ist es. Warum fährt der da nicht durch? Kriegen wir da noch ein Signal hin? Bestimmt nicht, ne? Doch, da wird noch ein Signal hingehen. Dann ist es so besser, oder? Kriegen wir das da auch? Dann klappt das mit dem Durchfahren nämlich. Will ich hoffen. Und ich habe jetzt nicht irgendwas anderes gebaut, was nicht funktioniert. Der bringt aber Eisenerz dahin, dann ist das schon mal richtig. Und wir können ja wieder eine Stufe schneller machen. Der muss ja da abliefern, dann passt das. Und der Holzzug sollte da hinten auch hinkommen. Allerdings hat der Holzzug auch noch Bretter drauf. Da hinten werden keine Bretter gebraucht, oder? Vertue ich mich da. Vielleicht waren da mal Bretter und die sind kaputt oder sowas. Das könnte natürlich sein, ne? Ne, hier ist jetzt nur Holz. Ja, das ist schlecht. Details. Zurzeit musst du das liefern. Damit ist er erstmal leer, ne? Ist aber so. Es ist Nacht geworden. Ja, die bringen jetzt das dahin. Jetzt ist die Frage, gibt es LKWs, die das überhaupt darüber bringen? Doch, da oben ist einer. Kein Erz da, aber Holz ist da. Und das wird jetzt gerade wegtransportiert. Das passt dann. Wann kommt der Erzzug? Das dauert ewig und 3 Tage, bis der da ist, ne? Und wie sieht das hier mit den Steinen aus? Die werden hoffentlich abgeholt, ne? Ja, ich glaube, ne. Steine liegen hier, 20 von 58. Holzzug prescht gerade weg. Und da kommt der Erzzug wieder. Es wird wieder Tag, das ist auch schön. Hier wird schon nichts mehr abgeholt. Ne? Die Steine sind gerade aufgepackt worden, das ist gut. Und jetzt kommt der Rest. Hier ist leer und da ist auch leer. Mir kommt es vor, als ob jeden Fall der Erz, die Erzfahrzeuge definitiv ja. Zu viele sind. Ich glaube, den können wir mal hier zum Depot schicken, ne? Weil das waren zu viele, definitiv. Jetzt ist es nämlich leer und er fährt schon wieder hier, wird schon wieder ohne gefahren. Er holt auf jeden Fall die Steine ab, das ist schon mal gut, aber der Rest fährt hier einfach Leerfahrten, die teuer sind. Vielleicht sollten wir da noch einen runternehmen. Und ja, ich glaube, selbst für den hier sind zu viele da, ne? Zum Depot schicken, zum nächsten Depot schicken. So, jetzt sind nicht mehr ganz so viele hier drauf und vielleicht klappt es dann auch, ne, dass wir da nicht so miese machen mit dem Hin- und Herfahren. Ich glaube, es sind noch immer noch 3 und es sind nur 2, ne, es sind auch 3, wenn es nicht noch mehr sind. Schwierig, ne? Fahrplan. Ich glaube, das bringt mir gerade nichts, den Fahrplan zu bearbeiten. Ich wollte eigentlich nur sehen, wie viel da drauf fahren. Zurzeit sieht das hier nach einem nur aus, oder?
So, er holt schon wieder Steine, ne? So, jetzt kommt Holz an, ne? Jetzt haben wir hier gleich ordentlich Holz liegen, 40 Stücke. Und 5 gehen immer auf dem LKW. Das sieht so aus, als ob, ne? Mal schauen, wie weit der fahren muss. Wird es so sein, dass man vielleicht sinnigerweise. Aber wir brauchen nur warten, bis das hier leer ist erstmal, ne? Das macht vielleicht Sinn. 25. 20. Jetzt sind es nur noch 15. Millionen haben wir. Jetzt sind es nur noch 10. Da kommt zwar ein Zug wieder, aber es ist nicht der richtige. So, da kommt noch einer, der lädt. Und jetzt ist noch einer, der da kommt. Das ist der. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo der Holzzug ist. Der steht wahrscheinlich da im Stau, ne? Ach, der ist, ne, ist er das? Wenn er das ist, ist es traurig. Nein, das ist der. Okay, das heißt, wir können noch einen zweiten Holzzug dafür bauen. Das sollten wir vielleicht tun, damit das ne, besser wird. So, der fährt 70, der andere nur 60. Dann ist das schon mal unser richtiger. Und dann brauchen wir einen Rungenwagen, der Holz liefert. Das ist nur der, ne? Ja. Füge mehr Einheiten hinzu, während du Shift gedrückt hältst, mache ich. So, jetzt haben wir 5 Rungenwagen. Kaufen wir. Jetzt müssen wir nur gucken, welche Linie der muss. Das ist nicht der richtige Zug. Das hier ist der richtige Zug, wenn, oder der nach Borgentreich Nord. Borgentreich Transfer ist die Linie. Holz nach Borgentreich Transfer. Das hat er auch. Dann fährt er. Dann müssen wir nur gucken, ob er da rauskommt. Ob wir gerade Mist gebaut haben, zur falschen Zeit, am falschen Ort. Nein, sieht so aus, als ob es läuft. Und es ist wieder voll langsam hier, weil irgendein Ereignis war. Und er fährt jetzt Holz holen. Ja, hier ist auch schäbig, ne? Jetzt wartet er da. Kriegen wir da ein Signal zwischen, dann muss der Mini warten. Außerdem ist das vielleicht hier komplett über, oder? Oder doch nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir es jetzt so getrennt, dass der da rüberfahren könnte, wenn er wollte. Ja, hier müsste man doppelt so groß machen, ne? Und ist zu kurz. Da steht schon wieder einer wartend. Ich glaube, wir müssen hier auch mehrere Gleise hinbauen. So, das heißt, in der nächsten Folge werden wir Melrichstadt 5 erweitern, werden hier dieses Gleis ein bisschen rübersetzen, damit auf jeden Fall, naja, hier Platz ist für 3 Bahnsteige, würde ich sagen. Und das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Ach ja, und dann machen wir natürlich hier 2 Sprüche auch durch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.